Morgen, liebe Leute. Ich habe eine super Nacht und bin schon früh auf. Es ist jetzt 6:30 und ich denke mal, dass ich mal gerade diesen Aussichtsturm Donautal beschreibe. Rückenwind fährt sich's wirklich einfacher. Sowas erleben zu dürfen, einfach wunderbar. Was es bedeutet, Rückenwind zu haben. Ich werde geschoben. Überall rauscht der Wind in den Ästen und ich werde hier mit 25 km/h geschoben. Die Blätter treiben vor mir hin mit fast derselben Geschwindigkeit. Der Antoniusberganstieg hier ist der einzige für diese Tagesetappe, wo ich wahrscheinlich etwas länger schieben darf. Aber im Moment geht noch der erste Gang. Hier steht Umleitung Donauradweg, dann sollte ich das mal befolgen. Diesen wunderbaren Ort habe ich eben nutzen können für ein leckeres Mittagessen. Aber ich war so hungrig, ich habe nicht mitgekocht. Und jetzt geht's wieder weiter. Abgepackt und weiter Donauradweg. Da ist alles gesperrt, unten an der Donau lang. Dann bleibt mir nichts anderes über, hier hochzuschieben. Und das ist ein Schotterweg, aber besser das Schieben als auf der steilen Bundesstraße wackelig fahren. Das hätte ich wissen müssen. Die Via Raecta, 25 Kilometer, ist nicht so steil, wenn ich also südlich der Donau gefahren wäre. Naja, egal.